Ich hatte ja gerade erst das Video hochgeladen zum Thema Ausrüstung im Skisport. Und da konnte man schon sehen, dass sich so mit der Zeit allerhand ansammelt, wo man der Meinung ist, als Sportschütze, das braucht man. Nun, ich gehe jetzt nochmal einen Schritt weiter und gehe jetzt mal darauf ein, was ich persönlich tatsächlich so alles mit auf die Range mitnehme. Ihr seht hier vor euch oder vor mir auf dem Tisch meinen GPS 1711er Handgunner Rucksack. Und wie man auch sieht, die Taschen sind ziemlich ausgebeult, was bedeutet, ich habe schon so einiges an Material mit dabei, wenn ich auf die Range, auf einen Wettkampf oder ins Training fahre. Ich werde euch jetzt mal Fach für Fach zeigen, was ich so alles mit mir rumschleppe. Und ihr werdet sehen, das ist schon nicht gerade wenig und es wird mit der Zeit auch ziemlich schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen. In diesem Sinn steigen wir mal direkt ein. Wir fangen mal an mit dem äußersten linken Fach. Das ist das erste Magazinfach. Dort habe ich für meine CZ75 wie auch für meine CZP07 Kadett insgesamt 8 Magazine verstaut. Es sind 6 Magazin-Pouches in diesem Rucksack vorhanden auf dieser Seite. Plus nochmal 2, die ich dort lose mit drin liegen habe. In dem dahinterliegenden Fach habe ich ein kleines und kompaktes Fernglas mit dabei. Das ist das Nurkoex 10x42, hatte ich ja schon mal vorgestellt. Ist ein relativ kompaktes und kostengünstiges Fernglas, was für die Scheibenbeobachtung zumindest mal auf 25 Meter auf jeden Fall ausreichend ist. Das darüberliegende Fach. Das ist immer wieder Überraschung, wenn ich die Dinger aufmache. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich da alles drin habe. Hier habe ich einen einfachen kleinen Timer, den man durchaus gut für nicht zum Shot-Timen, aber zum Aufzeichnen und zum Prüfen seiner eigenen Schießzeit bei längeren Sequenzen verwenden kann. Kosten Appel und ein Ei, 5, 6, 7, 8 Euro bei Amazon. Kann man auf jeden Fall empfehlen, sowas. Funktioniert immer ganz gut und wird auch für EPP sehr gerne verwendet. Dann habe ich noch ein paar Arbeitshandschuhe hier mit drin, wo ich bei einem Handschuh mal den Zeigefinger so ein bisschen gekürzt hatte, um halt, wenn es tatsächlich mal draußen ein bisschen arschkalt ist und ich die Möglichkeit habe, hier dann vielleicht mal mit Handschuhen mal zu schießen, was ja eigentlich laut BDMP-Reglement nicht erlaubt ist, aber zumindest mal um die Finger ein bisschen warm zu halten oder wie auch immer, bietet sich auf jeden Fall immer an, sowas mal dabei zu haben. So, dann begeben wir uns mal auf die rechte Seite. Da ist das blanke Chaos drin. Dort habe ich in Summe 6 Glock-Magazine, 4 Original-Glock, 2 Magpul-Magazine, die 2 CZ-P10F-Magazine plus 2 Magazine für meine Walther PK380. In dem dahinterliegenden Fach haben wir einmal einen Tacke sollte jeder Sportschütze mit in seinem Rucksack drin haben oder in seiner Range Bag plus Munition für den Tacker. Es kann immer sein, dass man mal auf den Schießstand kommt, wo man keine Klammern hat oder keine Nägel und dann die Scheiben angetackert werden müssen. Das haben wir auch hier und da mal bei Wettkämpfen gehabt, dass wir sie antackern mussten. Von daher bietet sich es auf jeden Fall an und man sollte immer so ein Teil im Rucksack drin haben. Kostet auch nicht viel, macht aber durchaus Sinn. Im oberen äußeren Fach habe ich eigentlich nichts weiter drin als ein kleines Messer-Multitool, was ich mal irgendwo auf dem Wettkampf gekriegt habe, und mein Schießleiterstempel. Da ist also noch ein bisschen Platz drin. So, dann begeben wir uns mal an das heilige Fach. So, hier ist es jetzt im Maximalausbau. Das heißt, ich habe links meine Glock, dann habe ich meine P07 Kadett, ich habe meine Walther PK380 und mein Smith & Wesson Modell 66 in dem bei diesem Rucksack mitgelieferten Moosgummihalter, der auch so normal genommen werden kann und direkt in den Tresor gestellt werden kann, was eigentlich eine sehr schicke Geschichte ist. Ich habe aber Kurzwaffenhalter im Tresor stehen, da fällt es also nicht mit an. Aber zum Beispiel für die Vereinswaffen habe ich das genauso gelöst, da wir auch von GPS eine Rangebag haben. Ist eine sehr praktische Transportmöglichkeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Funktioniert sehr, sehr gut und die Waffen sind super geschützt, weil es auch Kunststoff
ummantelt ist in dem ganzen Fach. Und vorne der Deckel ist ein Hardcase. Zusätzlich im Deckel sieht man da unten schemenhaft, da ist es, sieht man das Vorhängeschloss zum Abschließen des Vorderfaches. Plus man hat in diesem Fach die Möglichkeit auch, da es Kunststoff beschichtet ist, Reinigungsmaterial einzupacken. Und ich könnte über diese Schlaufen hier, da sind sie, und da könnte man oder kann man auch Reinigungsgerät mit einpacken. Ein Stockwerk höher ist schon wieder ein bisschen gefüllter. Wir haben hier auf der einen Seite meine Schießbrille samt Gelbfilter. Hier habe ich dann noch zwei Ersatzmagazine für die Baikal MP161K. Hier habe ich die 3M Peltor LEP 100, LEP 200 ist es, glaube ich. Ne, LEP 100, also das kleine Paket habe ich hier mit drin. Dann habe ich noch ein Fach mit einem Päckchen mit ganz normalen Lamellenohrstöpseln für den Fall der Fälle, falls mal tatsächlich irgendwie meine Elektronik oder wie auch immer ausfällt. Und hier oben habe ich dann normalerweise nochmal für meinen Peltor Sportec Ersatzbatterien dann nochmal mit drin. Hier in dem Reißverschluss Innenfach verstecke ich dann noch zusätzlich Einstellwerkzeug für Dingsbums für Visierungen und nochmal Ersatzbatterien fürs Red Dot plus einen kleinen Schlitzschraubenzieher zum Einstellen von Red Dots. So, und im obersten Fach haben wir dann einmal mein Schießbuch vom BDMP, meine WBK-Mappe. Kriegt man für ein Apfel und Ei, ich glaube 14 Euro oder irgendwas bei Amazon, ist hier für 8 WBKs. Munition, analog dem, was ich im unten im Pistolenfach oder im Kurzwaffenfach drin habe. Das heißt 9mm, KK, Revolver und die 380 kurz. Da passt also einiges an Munition mit rein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Plus dann mein 3M Peltor Sportec. Ihr seht also, in diesem Rucksack passt so einiges an Material rein. Das ist schon gigantisch und man merkt auch, dass es halt schon mit der Zeit durchaus ein gewisses Gewicht ist, was sich da ansammelt. Aber es ist in meinen Augen mit so einem Rucksack wesentlich einfacher zu transportieren und zu tragen, als jetzt zum Beispiel mit einer Range Bag. Auf der Rückseite habe ich dann die Möglichkeit, über diese Schlaufen hier und hier, kann ich dann noch Papierscheiben oder Schamottscheiben, die aufgerollt werden, auch transportieren. Das ist extra dafür da. Und hier unten sehen wir dann noch von GPS den Munitionspouch, Munitionsbeutel, den ich zum Beispiel für EPP benötige, um die 50 Schuss Magazin am Mann zu haben. Also es ist so einiges, wenn man dann noch die Koppel dazu nimmt, dann ist da schon ganz schön viel Material, was man so auf die Range mit sich nimmt. Aber leider Gottes ist es auch so, dass wir das auch tatsächlich weitestgehend alles brauchen. Das manches mal ein bisschen häufiger, anderes wieder ein bisschen seltener, aber es wird tatsächlich benötigt. Und das ist das, was ich im Großen und Ganzen fast jedes Mal mit im Training und im Wettkampf dabei habe.